Nö, okay. Dann fliegt mir ein blauen Schiff hinterher. Stopp, genau. Wusel, 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 wusel. Stein war irgendwo ganz unten. Viel zu weit weg. Oh, du bist fertig. Na gut, komm mit. Das ging schnell. Die hatten doch gerade erst vor 4-5 Folgen gesetzt. Da, Stein. Okay. Ihr seid noch lange nicht voll. Ich hätte gerne den Stein. Okay, stopp. Hör auf, Mauern herzustellen. Ich brauche das Zeug. Genau, Stein kommt rein. Du müsstest eigentlich Speedmodule bekommen, aber nee, ich komme nicht wegen Mauern. Was sagt unser Strom? Unser Strom sagt, wir haben 1,4 Gigajoule auf Lager. Es wird nachts runtergehen, aber es hält sich momentan und ist alles gut. Ja. Alles okay. 26. Wie viel können wir jetzt bauen? 2. Ich hätte schon ganz gerne 4 oder 6 neue Furnace oben. Ja, 3 müssen erstmal reichen. So, hier läuft alles gut. Jo, Kohle haben wir vorrätig. So, oh, 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 was ist denn hier los? Du bist leer, du bist leer, du bist leer, du bist leer. Was nicht wirklich so dramatisch ist, weil wir haben ja doch einen dezenten Vorrat an Eisen. Ah, muss ja nicht absichtlich. Ja. Achso, du läufst nach andere Richtung. Ah, muss ja nicht absichtlich sabotieren. Also du kriegst jetzt noch so einen komischen uralt Strommast. Dahin, bitteschön. Dann brauchst du noch mehr von den Fließbändern. 2 Stück. Ja. Da, da. So, du funktionierst, du funktionierst, du funktionierst. Ihr funktioniert alle, auch wenn die beiden bald leer sind. Hier noch was reinquetschen? Nee, passt nicht. Na, okay. Das lassen wir in Ruhe. Genau, hier Schmelzöfen. Ganz viele Schmelzöfen. Ganz viele Eisenplatten. Ganz viele fliegende Roboter. Also, Furnace. Furnace. 1. Nee, geht nicht mehr. Okay. Rückseite. 1, 2, 3. Ich brauche passive Kiste. Requested Chest. Was? Passive Kiste, passive Kiste. Requested Chest, Requested Chest. Du hättest gerne Kupfererz. Hundertstück. Du hättest gerne Kupfererz. 100 Stück. Ärmchen. Blaue Ärmchen. Die werden auch gleich hier gelockt. Also du nimmst raus, du legst rein, du nimmst raus, du legst rein. Und schon haben wir noch 2, die arbeiten. Haben allerdings noch keine Energiesparchips. Das ist nicht so gut. Bau bitte mal 5 Stück davon. So, das gleiche hier auch nochmal. Du. Da, du da. Warum wurde das Ärmchen nicht automatisch da rein sortiert? Also, weil ich es von Hand da abgelegt habe. Ja, okay. Du hättest gerne Kupfer. 100 Stück. Und ich wette, ich habe übrigens schon den ganzen Tag verpennt. Ich wollte doch eigentlich eh ins Töten gehen. Das heißt, ich muss jetzt wieder warten, bis es dunkel wird und dann, wenn es anfängt, hell zu werden, dann laufe ich erst los. Okay. Das heißt, was mache ich jetzt den Tag über? Ärmchen einsammeln. Oh, ich kann mal die Kisten überprüfen. Da haben wir jetzt aber eine aktive Kiste, das ist nicht gut. Passive Kiste. Beschränkte passive Kiste. Wie viel haben wir davon im System? Wir haben 1200 stinknormale Engines im System. Kommt mal her.
Die brauchen wir fast nur für die Roboter. Und Autos, ja, aber bauen wir nicht ganz so häufig. Okay, die nehmen wir jetzt alle mit. Tun wir dann die Kiste und beschränken dann die Kiste auf 50. Also ein Stack. Du, Beschränkung aufheben, alles rein. Beschränkung machen. Gut. Die Fließbänder werden sich jetzt einmal noch füllen. Und dann war's das. Und dafür brauchen wir hier auch keinen Stahl mehr, was ja schon mal schick ist. Das ist. Aber ja, ich sollte Alt drücken und ich sollte auf die Farben der Kisten achten, ob ich nicht noch irgendwo eine aktive Kiste habe, die Ressourcen verschwendet. Skynet wird eine haben, ja. Aber die ist nicht schlimm. Die ist echt nicht schlimm. Nur bei Sachen, wo viel hergestellt wird. Requester, Requester. Das wird automatisch weitergereicht. Ja, wir haben zehn viel Eisen. Da müssen eigentlich passive Kisten hin. Brauchen nochmal drei davon, bitte. Nicht, dass wir es jetzt sofort brauchen würden. Aber später. Außerdem können die sich jetzt nochmal füllen, weil die passiven Kisten haben mehr Platz als eine Eisenkiste. Die haben, glaube ich, genauso wie eine Stahlkiste. So, da haben wir Brennstoffzellen drin. Die können auch erstmal da bleiben, wo sie sind. Roboter, seid ihr alle ausgelastet? Nee, 130 haben nichts zu tun. Wir müssen wieder Arbeit finden für die. Da oben will noch Eisen, was hier. Aber es bringt nichts. Komm, komm, Gero, hör auf, überall noch Eisenerz und Kupfererz herzuholen. Wir müssen erstmal in der Lage sein, das alles zu verarbeiten. Und das liegt an den Schmelzöfen. Und wenn wir jetzt viel zu viele Schmelzöfen bauen, ohne die grünen Chips reinzulagern, die ich noch gar nicht reingelagert habe, dann werden wir wieder ein Stromproblem haben. Und Stromprobleme sind doof, das kennen wir doch inzwischen. So, rein mit euch, rein mit euch, rein mit euch. Sehr gut. Habe ich inzwischen genug Steine für mehr Furnaces? Ja, zwei Stück. Weg. Alles weg. Und denke dran, wenn es dunkel wird, darauf zu warten, dass wieder Tag wird und dann loszugehen. Wir haben keinen Strom. Bau bitte Strom. Danke. Ist ja nicht so, als wenn das eines unserer wichtigsten Ecken hier wären. Und das sieht langsam richtig schick aus mit den ganzen Schmelzöfen. Oh, und hier war unsere Privatversorgung. Ich glaube, die Privatversorgung können wir jetzt auch mal anschließen. Hm? Ich hätte gerne Stahl, irgendjemand. Ah ja, danke. Da. Du sitzt auch im System. Wir haben jetzt 1400 Kupferplatten. Das ist sehr gut. Das heißt, als nächstes mangelt es am Draht. Gut. Ja, gut. Draht hier. Das sind vier Stück, die durchgehend am Arbeiten sind. Wir könnten ein Speed-Modul reintun, aber es ist nur 20% schneller und verbraucht 50% mehr Strom. Da würde es mehr Sinn machen, einfach noch mehr Fabriken zu bauen. Oder die schnelleren Fabriken. Die haben wir noch gar nicht so benutzt, ne? Die verbrauchen 40% mehr Strom und sind fast doppelt so schnell. Also die rentieren sich eher. Davon brauche ich mal vier Stück. Und guck mal, was passiert. Da. Bam. 230 Kupferdraht. 250, 260, 280. Sehr schön. Okay, jetzt wird das hier nicht mehr hinterherkommen. Huh? Ah, doch. Alle so fleißig am Fliegen. Halten die Quote. Und alle Roboter sind ausgelastet. Nur weil ich vier Dinger da abgegradet habe. Hammer, okay. Ich glaube, die brauchen gar noch grün. Wow. Die haben Platz für vier Module. Krass. Okay. Ja, also, das ist schick. Wir haben kein Kupferdrahtproblem, wir haben kein Kupfer. Ja, Kupferplatten gehen runter, wie nichts Gutes. Aber wir haben genug Kupfererz, also wir brauchen noch ein, zwei Furnace. Wir haben mehr als genug Eisenerz und Eisenplatten. Wir haben bei weitem nicht genug Stahl. Hier.
Die sind durchgehend am Arbeiten. Mehr davon bauen? Gibt keinen schnelleren Electric Furnace. Nee. Ja, ich müsste eigentlich mehr davon bauen. Müsste eigentlich dann hier noch so ein Komplex hinsetzen. Den ich dann aber ruhig auch wieder mit komplett Kisten machen kann. Meh. Es kommt mir irgendwie komisch vor. Aber die brauchen halt irre lange, bis sie aus den Eisenplatten den Stahl machen. Und wir brauchen überall quasi instant immer wieder Stahl. Ja, hilft nichts. Okay, ich hätte gerne 4 Schmelzöfen. Das dauert jetzt. Die brauchen rote Chips. Das ist, rote Chips sind doof. Weil rote Chips brauchen grüne Chips, die wir schon mal nicht haben. Wir haben keine blauen Tränke mehr. Wir haben keine Forschung mehr. Ah ja, rote Chips sind doof, weil sie brauchen grüne Chips, die wir fast nie haben. Und die blauen Chips, die wir auch brauchen, brauchen rote Chips, um gebaut zu werden. Also, auch doof. Doppelt doof. Forschung? Hatte ich vorhin weggeklickt. Laser Damage Turret Dinger. Research. Warum kommen keine hellblauen Tränke? Doch kommen, aber nur langsam. Die Fabriken hier arbeiten alle gar nicht. Speed-Module? Wozu Speed-Module, wenn es nicht mal, wenn nur eine von euch ausgelastet ist? Kommt raus hier. Ja, okay, wenn ihr fertig seid, so raus. Du wirst allerdings nie fertig sein, also geh auch raus. So, schon ein bisschen weniger Stromverbrauch. Woran hapert's? Sind alle nicht am Arbeiten, an den grünen Chips wieder. Okay, ich sehe es ein, grünen Chips. Ihr. Seid ihr inzwischen ausgelastet? Sieht ausgelastet aus, ja. Eisenplatten sind genug da. Kupferdraht ist genug da. Das heißt, wir könnten jetzt noch eine bauen. Oder wir ersetzen euch durch schnellere Fabriken. Was brauchen wir eigentlich? Speedmodule. Speedmodule brauchen Rotchips. Doppelt doof. Okay, ich ersetze mal eine Fabrik durch eine bessere. Und guck mal, wie die hinterherkommt. Abgefahren. Okay. Ich sehe noch keinen Plus bei den grünen Chips. Alles noch im durchgehenden Transport. Aber das macht gut was aus. Okay, also auf jeden Fall, sobald wir wieder rote Chips haben, kommt hier noch eine davon hin. Die Roboter sind jetzt alle. Ja, wir sind auf 50 Roboter in Reserve runter. Das ist gut. Das ist okay. Null ist immer doof. Und zu viele Roboter ist auch doof. Aber 50 ist okay. Von 350. Das ist ein Siebtel. Aber die roten Chips kommen nicht. Warum kommen keine roten Chips? Weil die alle verbraucht werden für blaue Chips, ne? Blaue Chips hier oben. Ja, kommt der erste blaue Chip schon angeflogen. Da. Kann ich mir da was glauben? Oh, mehr Damage. Ja, die klaue ich mir mal. Ich hätte gerne noch eine grüne Chip-Fabrik. Du brauchst nicht schneller arbeiten. Aber die roten Fabriken vielleicht danach. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall finde ich es sehr schön, dass wir jetzt das mit den Grundstoffen hinbekommen haben. Oder besser hinbekommen. Das heißt, mit dem Eisen, mit dem Kupfer und jetzt mit den grünen Chips. Grüne Chips sind definitiv für mich jetzt auch inzwischen Grundstoff geworden. Wo ist die bessere Fabrik? Ich hätte schwören können, ich habe gerade eine gebaut. Ah, da.